meinem Fleische finde, die mich von Gott und Gottes Gnade trennt. Ach, Belial, ihr trachtet alle Tage, wie er mich übel plage. Ach, das Gesetz, das wie ein Feuer brennt. Ach, das Gerichte, wo man vor Gottes Angesichte unmöglich kann gerecht bestehen. Und ach, der Tod, die Sammlung aller erst und letzter Not, dem niemand kann entgehen. Soll das nicht Angst, Angst und Schrecken und viel Bekümmernis erwecken? Das Leben war auch im Tode gegeben.
Fast ist Christen wirklich eine Last und gar kein Trost zu nennen. Man schaue sich an allen Enden um, man gebe Millionen drum. Nichts wird man finden können, das Seelenschmerzen breche und unser Herz zufrieden spreche. Dein Wort, Herr Jesu, muss allein der wahre Quell von aller Tröstung sein. O süßes Evangelium, das lieblicher als Manna schmeckt, das meinen Geist erquicket und erwecket, das diese Lebensworte spricht. Wer glaubt, wird nicht gerecht, wer glaubt, der ist gerecht auf jeden, wer glaubt, soll selig, selig werden. Wer glaubt, soll selig werden. Wird der Leib auch selig, wird der Leib auch selig.